Wenn wir von der internationalen Ebene ausgehen, dann ist die UN-Welttourismusorganisation ein wichtiger Adressat für uns. Wir haben ganz kurz, ich mache sie wirklich ganz kurz, wir würden es sehr begrüßen, die UNWTO würde die Rabi Principles mal genau studieren und ihre Policy einbauen. Es gäbe regelmäßige Berichterstattungen beim UNO-Menschenrechtsrat von Seiten der Welttourismusorganisation über die Situation im Tourismus. Dann sollte die UNWTO wirklich an ihre Mitglieder, Staaten, privatwirtschaftliche Unternehmen eine Due Diligence Ausbildung, eine Sensibilisierung, Beratung aufbauen, damit diese Sorgfaltspflicht, die Einhaltung, die Pflicht von Staaten beinhaltet, die andererseits die Verantwortung, die heute mit Due Diligence an Unternehmen gestellt wird, von der UNWTO, von oberster Stelle her, absolut prominent in die Branche reingetragen wird und in zu den Verantwortlichen in den Ministerien, also auf behördlicher Ebene. Der globale Ethikkodex, da war ich noch nicht dabei, wie der ausgearbeitet wurde, da haben zivilgesellschaftliche Organisationen mitwirken dürfen, damals irgendwann in den 90er Jahren. Wie der heute dasteht, ist er zum Teil revisionsbedürftig. Er muss angepasst werden, die Präambel ist falsch. Und vor allem der letzte Artikel des UN-Globalen Ethikkodex zum Tourismus beinhaltet einen Beschwerdemechanismus. Also sollten Sie, wenn irgendetwas gegen den Kodex verstößt, sollten sich da die Betroffenen melden können. Und das funktioniert nicht richtig und das muss jetzt operationalisiert werden. Das ist eine ganz wichtige Forderung. Und damit das überhaupt passiert, wäre es jetzt an der Tagesordnung, dass bei der Welttourismusorganisation, zivilgesellschaftliche Organisation, nicht gerade aus den Tourismusgebieten im Süden Zugang hätten. Nicht, dass ich kann ja nicht Mitglieder werden oder irgendwie. Es müsste hier, wie bei anderen UN-Organisationen, vorgesehen werden, wie man da mitwirken kann. Das war jetzt, weil Sie auch noch hier sind, weil wir über die WTO viel gesprochen haben, hier ein bisschen ausführlicher. Die Pflichten der Regierungen sind relativ klar. Da können Sie auch mehr dazu sagen. Die Verantwortlichkeit der Reiseveranstalter haben wir auch zusammengeschrieben. Das sind die vier Punkte der Due Diligence Strategie. Es sollte eine menschenrechtliche Berichterstattung geben von Seiten der Reiseanbieter, regelmäßig, damit man weiß, da ist ein Prozess am Tun. Sie sind am Schauen, dass sie mit ihrer Geschäftstätigkeit eben keine Menschenrechte verletzen. Und hier möchte ich noch einmal in aller Deutlichkeit sagen, die Menschenrechte, was ich vorhin angesprochen habe, was Astrid angesprochen hat mit den Rechten des Kindes, das ist nicht Gegenstand von freiwilligen Engagements von Reiseveranstaltern. Das ist eine Verantwortlichkeit, die wahrzunehmen ist. Das sind internationale Verträge und Übereinkommen. Das kann nicht einfach eine CSR-Strategie sein. Es ist etwas mehr. Und wir haben natürlich auch die ganzen Investoren im Tourismus, wäre jetzt nochmal ein ganzer Ballon, den wir aufmachen müssen. Wir haben am ganz anderen Ende die Kundschaft, die Reisenden selbst, und die sind nicht davon ausgenommen, Menschenrechte zu achten und unterwegs. Also der Respekt der Menschenrechte, Menschenrechte sind Bürgerrechte und Bürgerpflichten. Und mit jeder Reise, die man eingeht, muss man sich darüber vergewissern, werden nicht in meinem Namen oder mit dem, was ich tue, oder durch meine Aktivitäten, Fotografieren, unsensible Sachen, Kinder ausbeuten und was man sich da alles vorstellt und was alles geschieht jeden Tag, werden da nicht Menschenrechte verletzt. Was mache ich? Wie kehre ich vor, dass das nicht geschieht? Das heißt, ich gehe zu einem Veranstalter, ich gehe zu einem Anbieter, der eben eine Policy hat in dem Bereich
Und ich kann leider in der Schweiz nur Honig finden, wo der Matthias dann sehr froh ist. Die anderen haben sich damit jetzt noch nicht beschäftigt. Aber hier ist, gilt es jetzt für uns als NGOs auch, ein großes neues Feld an Bewusstseinsarbeit aufzurollen. Das wird uns noch ein paar Jahre beschäftigen. Gut, das war ja fast das Einläuten, das Ende des CSR-Zeitalters. Es gibt etwas, was bedeutender ist als CSR. Ich würde es jetzt nicht zuspitzen, würde aber eher vorschlagen, dass wir, Astrid Winkler hat sich gerade noch zu Wort gemeldet, kommen wir gleich, dass wir das Gespräch öffnen. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt, wir kommen schon so in die letzte Phase, sodass wir da auch miteinander noch ein bisschen ins Gespräch kommen. Beginnen wir mit Astrid und dann... Ja, ich habe nur, also jetzt eben auch aufgrund dessen, was du, Christine, und das, was Sie, Frau Wohlgruber, gesagt haben, vorhin schon, also da ist mir, zu Ihnen ist mir noch, weil Sie am Schluss gesagt haben, Einhaltung von Menschenrechten, Voraussetzung für Friede, klar. Ich hätte es jetzt nochmal umgedreht, wenn ich eine Situation zulasse, die Ungleichheit in einem weiten Sinn, ökonomisch, sozial, gesellschaftlich zulasse, dann schürt das Konflikte natürlich. Und es gibt ja auch reale Beispiele, wo tatsächlich jetzt auch in Tourismusentwicklung solche Konflikte um Ressourcen ganz massiv in den nächsten Jahrzehnten, ja, Wasser zum Beispiel, entstanden sind und noch entstehen wird. Genau, Christine, du hast es gesagt, es ist immer wieder nur Kuchen. Jetzt einmal so. Es gibt so, noch ein paar andere, aber in der Schweiz. Es gibt ein paar andere in der Schweiz. Und gestern ist mir bei der Vorstellung von der Studie noch die Frage aufgetaucht. Also ich hoffe eben bald, dass wir vergleichende Ergebnisse haben mit Österreich und Deutschland, weil ich glaube, dass es da große Unterschiede innerhalb ein und desselben Unternehmens auch, nicht nur was die Marken betrifft, die zu einem Unternehmen gehört, sondern auch in Bezug auf Unterschiede zwischen den Ländern, nämlich dann zutage treten werden. Und die RAGI-Guidelines sind ja auch wieder nur eine Sollbestimmung, oder? Und da denke ich, das ist genau das Dilemma, oder? Ich meine, da hat sich die Staatengemeinschaft, die ja eigentlich die Pflicht hat, ja, die Menschen, den Menschenrechten zum Durchbruch zu verhelfen, notfalls mit staatlichem Zwang, wenn es freiwillig nicht funktioniert, wieder so nach dem Motto, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass gehandelt. Nicht? Weil, ja, das ist das große Dilemma. Also ich denke mir, es bleibt halt wieder jetzt auf dieser Ebene der Freiwilligkeit irgendwie hängen, wenn man nicht vielleicht doch noch einen Schritt weiterkommt. Und was weil du die Einbindung der NGOs und angesprochen hast in Bezug auf das, was meiner Meinung nach ja wirklich auch sehr sinnvoll wäre, wenn da von der UNWTO, also wenn das dort einmal aufgegriffen würde, weil das ist schon, das wäre schon einmal was, ja, wenn es dort wirklich verankert würde. Also beim UN-Kinderrechtskomitee gibt es ja die NGO-Group zum Beispiel. Also so etwas Ähnliches ist ja denkbar, ja, dass man gezielt NGOs, die in relevanten Bereichen agieren, aus allen Regionen der Welt, dann, dass man auch so ein ähnliches Komitee vielleicht. Wir haben ein Beratungskomitee. Klare Vorlagen dazu unterbreitet. Ihr meldet euch gleich nochmal zu Wort dazu. Ich würde aber. Einen Punkt würde ich dann ergänzen, bevor ich dann zu Stefan Hörmann übergebe. So ganz ist die Freiwilligkeit nicht gegeben. Wir sind schon in einer Situation, wo es an den einzelnen Staaten liegt, was sie daraus machen. Also wenn ich die Brücke sehe, die die Europäische Union jetzt mit ihrer veränderten CSR-Strategie gesagt hat, wo die reine Freiwilligkeit im Grunde auch nicht mehr gegeben ist, sondern die EU spricht genauso wie die Vereinten Nationen oder RAGI von einem intelligenten Mix von freiwilligen Leistungen und Regulierungsnotwendigkeiten. Und dass im Moment Deutschland ganz vorne als erstes sagt, um Gottes Willen, auf keinen Fall staatliche Regulierung. Das ist aber etwas, was sich auch Zivilgesellschaften und Nichtregierungsorganisationen in ihren Ländern nochmal zum Thema machen müssen. Weil, so wie wir über Jahre uns für CSR und die Entwicklung von Verbindlichkeit in dem Bereich eingesetzt haben, denke ich, ist hier auch eine stärker nochmal auf die Politik ausgerichtete NGO-Arbeit notwendig. Ich will das jetzt nicht vertiefen, den Punkt, nur Stefan Hörmann, dann hat Matthias und Karin.
Eine Frage geht an Herrn Leisinger, die Christine hat zwar gerade genannt, Sie wären so das herausragende und einzige Beispiel aus der Schweiz, aber Sie sind ja sicher mit den Mitbewerbern in Kontakt zu dieser Thematik und wie da die Zusammenarbeit läuft, der Informationsfluss, eventuell auch gemeinsames Auditing und solche Geschichten, ist da Bewegung im Fluss? Ja, also ich denke, was man schon sehen muss, ist, dass für die Tourismusindustrie, das wurde auch zwei, dreimal so ein bisschen angetönt, natürlich das Thema Menschenrechte so ein bisschen eine Blackbox ist und vor allem natürlich auch. Also man hat sich lange davor gescheut, das Thema überhaupt aufzugreifen, man hat wirklich nicht, es ist vielleicht auch ein bisschen so, man schlicht da wirklich im Wespennest. Wenn man da mal ein bisschen reingeht und ein bisschen nachdenkt, was das alles bedeuten könnte und kann, also dann kann einem schon manchmal Angst und Bange werden. Deshalb ist das Thema Menschenrecht an sich ein relativ neues Thema, wo jetzt auch noch nicht viel Austausch stattfindet, weil es einfach noch zu wenig gibt. Also hier haben wir uns vor allem dann mit Unternehmen ausgetauscht und Branchen ausgetauscht, die schon sehr viel weiter sind. Da gibt es gute Beispiele von großen internationalen Konzernen, welche das Thema Menschenrechte schon relativ früh und vor mehreren Jahren schon auf die Agenda genommen haben und da auch sehr viele wertvolle Hinweise liefern konnten, wie man das auch im Unternehmen umsetzen kann. Es gibt vereinzelte Teilaspekte, wie der Kinderschutzkodex, der genannt wurde, wo sicher jetzt auch mehrere Unternehmen zusammenspannen, die gleichen Ziele verfolgen, hier eine Vereinheitlichung von Standards erreicht haben, die das Reporting eingesetzt hat. Also hier gibt es eine relativ gute Zusammenarbeit auch mit NGOs. Also das ist sicher eines der herausragenden Beispiele. Wenn es dann im Bereich Auditing geht, ja, da gibt es eine Zusammenarbeit der großen Reiseveranstalter. Wir arbeiten hier mit dem Travel Life Sustainability System zusammen, welches jetzt nicht rein Menschenrechtsaspekte auditiert, sondern Nachhaltigkeit in der Wertschöpfungskette auditiert. Und hier gibt es eine Zusammenarbeit mit anderen großen Reiseveranstaltern. Du hattest dich eben auch gemeldet. Ja, es ging noch ein bisschen um den Punkt, hast du aufgebracht oder auch von Austrid, wo es schon ein bisschen angetönt, die Forderung gegenüber Regierungen. Ich denke, was man nicht unterschätzen darf, was wir jetzt auch ein bisschen gesehen haben in anderen Industrien, ist eben auch die Rolle, die Industrie und fortschrittliche Unternehmen spielen können. Also hier geht es dann oftmals, wenn man sich dann auf Industriestandards einigen kann, sehr viel schneller, als überhaupt die Regierungen nachziehen können. Also hier darf man die Rolle aus meiner Sicht des Privatsektors, wenn es darum geht, freiwillige Standards in einem Sektor, wie das vielleicht im Textilbereich oder in anderen Industrien bereits relativ weit vorgeschritten ist, zu erreichen, hier schon sehr viel mehr und sehr viel schneller erreichen kann, als wenn man da wirklich versucht, auch politisches Lobbying zu machen, was absolut notwendig ist. Aber hier, denke ich, ist die Rolle des Privatsektors nicht zu unterschätzen. Vielleicht nicht im Tourismus, aber in anderen Industrien. Also ein bisschen, es steckt halt die Problematik auch da drin, dass viele Unternehmen CSR machen, um staatliche Regulierung zu verhindern. Es gäbe aber auch guten Grund dafür, CSR zu machen und damit mitzuwirken, einen Standard zu schaffen, der dann auch sozusagen die gesellschaftlichen Leistungen insgesamt nach oben schraubt. Und da hängt auch ein Stück, denke ich, die Glaubwürdigkeit von CSR-Maßnahmen.